Wir lieben Eis. Sternekoch Nelson Müller testet. Oh, lecker. Wie macht man denn so ein leckeres Eis? Er deckt auf, was wirklich hinter hausgemachtem Eis steckt. Und wie steht es eigentlich um die Hygiene? Das bedeutet konkret, dass dieses Eis so dort nicht verkauft werden dürfte. Wie arbeitet die Industrie? Magnum, geliebt und oft kopiert. Billig oder teuer? Was schmeckt besser? Ich finde, da schmeckt man am meisten Schokolade. Wir zeigen, wie Hersteller bei den Zutaten sparen. Aus so wenig Eis habe ich so viel gemacht. Und wo beim Inhalt getrickst wird. Wie viel ist denn da drin überhaupt? Das ist doch Verarschung. Das ist absolute Verarschung, Leute. Welches Eis ist wirklich gut? Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Am Strand, in der Eisdiele oder zu Hause, kühl aus dem Eisbach. Ganze 113 Kugeln Eis verputzt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Was sind die Tricks der Industrie? Wo pfuschen die Eisdielen? Nelson Müller macht den großen Test. Langnese, Schöller und Co. Wie gut ist unser Eis? Wir testen die Qualität, zeigen den Lufttrick beim Preis, gehen Gesundheitsfragen nach, testen den Geschmack und überprüfen hausgemachtes Eis. Wie steht es um die Vielfalt? Von Amaretto bis Zitrone. In Deutschlands Eisdielen gibt's die große Auswahl. Angeblich fast alles aus eigener Herstellung oder hausgemacht. Kann das stimmen? Oder ist die ganze Vielfalt vielleicht nur ein Etikettenschwindel? Schmeckt ganz lecker, das Eis. Aber wie das heutzutage hergestellt wird, das finde ich jetzt heraus. Nelson will bei Eisdielen in die Küche schauen, unangekündigt. Alle werben mit eigener Herstellung. Doch die meisten zieren sich. Nur einer will Nelson vorführen, wie Eis zubereitet wird. Hallo. Hallo. Ich würde gerne mal ein Eis probieren. Sehr gerne. Was willst du denn haben? Ich glaube, ich würde tatsächlich Schoko probieren. Schoko? Gerne. Macht ihr euer Eis eigentlich selber? Ja, alles selbst. Von Anfang bis zum Ende, gell? Wie macht ihr? Habt ihr eine Küche hier oder wo? Ja, haben wir hier. Okay, das heißt auch hinter direkt, genau. Dürfte ich es mal sehen? Sehr gerne. Ja, prima. Mitarbeiter Faton Bislini stellt alle Eissorten hier im Laden her. Aber Nelson findet statt frischen Produkten nur Plastikdosen. Jede Menge Fertigmischungen. Für Pistazien, Ananas und Kiwi-Eis. Aber wenn ich hier so gucke, das sind ja echt eine Menge an Pasten auch, ne? Also wie viele Sorten macht ihr damit dann? Also wir haben insgesamt, zurzeit haben wir 34 Eissorten. Wahnsinn. Ja, genau so ist es. Die Masse muss da sein, weil wenn du die Masse nicht hast, ne, dann hast du nicht das Angebot. Kunden wollen Auswahl. Wer nicht genug zu bieten hat, geht bei der harten Konkurrenz schnell unter. Müssen die nicht kalt stehen, oder? Nein. Okay. Darf ich da mal reinschauen? Du darfst doch gerne mal raufschauen. Manche sind offen, manche sind zu noch. Total spannend. Ich habe das noch nie gesehen. Siehst du? Wie so eine Marmelade eigentlich, ne? Genau. Kannst du auch Brot spielen, ist der gleiche Geschmack, gell? Das ist jetzt Ananas jetzt praktisch, okay. Ungeöffnet ist die Paste ganze 2 Jahre haltbar. Frische Ananas dagegen gerade mal eine Woche. Es riecht sehr stark. Ja. Stark nach Ananas, sieht jetzt nicht nach Ananas aus, sehr dunkel. Ja, ne? So ist jetzt verarbeitet worden, natürlich, das muss ein bisschen was halten. Haltbar sein, sonst müsstet ihr es ja auch kalt stellen. Geht nicht, genau so ist es. Eis hergestellt aus Fertigpasten und verkauft als hausgemacht. Ist das der Alltag in Deutschlands Eisdielen? Mitten in Franken steht das Lager von Deutschlands größtem Fachhändler für Speiseeisbedarf. In den Lagern der Eisunion findet sich alles, was man in einer modernen Eisdiele braucht.
4000 Artikel lagern hier in Hochregalen. Baumarkt-Feeling. Geschäftsführer Thomas Brück zeigt uns, wie man hier ein Eis zusammenbaut. Beispiel Amarena-Eis. Die Grundmischung ist für alle Sorten gleich und besteht aus 4 Zutaten. Da ist Milchpulver drin, da ist Sahnepulver drin, da sind Bindemittel drin, da ist Dextrose drin. Und dann habe ich eine neutrale Masse, mit der ich eigentlich fast alle Milchspeiseeissorten produzieren kann. Für Milchspeiseeis braucht man Milch. Aber nicht frisch und flüssig. In Eisdielen wird Milchpulver angerührt. Ein Sack reicht für bis zu 500 Kugeln Eis. Jetzt haben wir hier noch unser Milchpulver in diesem Fall. Das dann zur Milch angemischt wird mit Wasser. Und jetzt braucht man noch unseren Zucker. Grundmischung, Milchpulver und Zucker. Fertig ist die Eiscreme. Fehlt nur noch der Geschmack. Das ist jetzt Amarena, Amarena-Kirschen in Sirup. Und das ist im Prinzip die charakterisierende Zutat für Amarena-Eis, was wir dann dazu mischen und haben dann unser Amarena-Eis. Wer will, garniert noch mit einer passenden Soße. In unserem Fall Amarena. Über 100 verschiedene sogenannte Topping-Soßen kommen jedes Jahr neu auf den Markt. Die große Vielfalt. Hier kommt sie also her. Wie die Eisherstellung nach dem Baukastenprinzip genau funktioniert, schauen wir uns in einer lokalen Eisdiele an. So viele Sorten, so wenig Zutaten. Mit der Vormischung und den richtigen Geräten kann auch wirklich jeder Eis machen. Zucker, Basispulver, Wasser und angerührtes Milchpulver oder etwas Sahne. Die Mischung wird vermengt und kommt als fertige Masse nach 12 Minuten aus der Eismaschine. Jetzt müssen nur noch die Kirschen und das Topping obendrauf. Und fertig ist das hausgemachte Amarena-Eis. Materialkosten etwa 25 Cent pro Kugel. Es gibt Eis, die nehmen 48 Sorten Eis. Und er könnte das nie machen, indem er von Grund auf diese ganzen Produkte herstellen müsste. Das wäre sehr aufwendig, sehr kompliziert, weil es eben 10, 15 Komponenten sind, damit man auch ein ordentliches Eis dann letztendlich als Endergebnis bekommt. Hausgemacht und eigene Herstellung. Die Begriffe sind gesetzlich nicht geschützt. Sie bedeuten lediglich, dass das Eis vor Ort hergestellt wird. Egal ob aus frischen Zutaten oder aus Fertigpulver. Die Eisunion hat 6 Standorte über ganz Deutschland verteilt. Von dort aus beliefert sie 3.800 Eisdielen. Also mehr als die Hälfte der insgesamt etwa 7.000 Eisdielen in Deutschland. Weil es noch andere Lieferanten von Eisfertigmischungen gibt, bleiben nicht viele echte Handwerkseisdielen übrig. Und doch werben viele mit hausgemacht. Zu große Vielfalt und hohe Eisberge sollten skeptisch machen. Allzu oft stecken Vormischungen dahinter. Also unter hausgemacht oder aus eigener Herstellung stelle ich mir persönlich etwas anderes vor, als Fertigmischungen zusammenzurühren. Dabei gibt es die guten Eisdielen. Wenn Sie das nächste Mal Eis kaufen gehen, fragen Sie doch einfach mal nach. Statt großer Vielfalt die immer gleiche Fertigmischung. Dafür ziehen wir 4 Sterne ab. Wir wollen als nächstes wissen, welche Eiscreme ihren Preis auch wert ist. Nelson Müller war im Supermarkt und im Discounter einkaufen. Er hat unterschiedlich große Packungen mitgebracht. Von Markenherstellern und von No-Name-Produzenten. Für einen Preischeck mit seinen Gästen.
Was glaubt ihr denn, wie teuer ist das Eis hier, was ich euch mitgebracht habe? Das ist ja so die Riesenbox, ne? Das ist so Familienpackung. First Böckler, was sagst du? 2,40. Gut. Ja. 2,49. Ja. So, und jetzt hier das kleine Ding, das ist ja so, sage ich jetzt mal, eher so das Pärchenabendeis. 7 oder 8 Euro. Ich hätte 5 gesagt. Ich hätte auch 5 gesagt. Ja. 5 Euro? Ja, 5, 6. 5, 6 Euro. Ich auch. 6. So, da fällt jetzt ein Ei aus der Hose, wenn ich dir sage, dass es 6,49 wow. kostet. Ja. Im Packungsvergleich lässt Discounter Netto das Markeneis hinter sich. Das viel kleinere Ben & Jerry's kostet mehr als doppelt so viel. Und jetzt meine nächste Frage. Wie viele Kugeln kriegen wir da raus? Was schätzt ihr? Ich würde... Eine, ne? 8. Ich hätte 6 gesagt. First Böckler, was sagst du? Dran. Nein. Schätz doch einfach mal. 30 Kugeln. Okay. Ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Aus 2,5 Liter Discounter-Eis formen Nelsons Gäste 20 Kugeln. Das teure Markeneis ergibt dagegen gerade einmal 4. Recht eindeutiges Ergebnis. 6,49 Euro hat die Packung gekostet. Bedeutet, ich rechne mal schnell aus, 1,62 Euro pro Kugel. Wow. Ja, ja. Und hier haben wir 13 Cent pro Kugel. Wahnsinn, ne? Schon, oder? Das ist zehnfache Preis. Ja. Unglaublich. 13 Cent gegen 1,62 Euro pro Kugel. Ein Unterschied von über 1000%. Mit dem Eis vom Discounter kann man also gewaltig sparen. Aber stimmt dann noch der Geschmack? Wir lassen dreimal Erdbeereis gegeneinander antreten. Langnese Cremissimo, Mucki Erdbeer von Aldi Nord und das teure Häagen-Dazs. An der Timmendorfer Strandpromenade machen wir den Test. Also ich glaube schon, dass man den Preis rausschmecken kann, weil Qualität halt einen höheren Preis hat und das schmeckt man auch raus. Ich glaube auch, dass man beim Eis deutliche Unterschiede erkennen kann. Aber welches schmeckt am besten? In einer Stichprobe sollen Passanten alle drei Eissorten kosten. Aldi Nord und Häagen-Dazs finden ihre Fans. Das beste Eis fand ich das erste Eis. Das Lieblingseis war ganz klar die Nummer 2 bei mir. Nummer 2 finde ich am besten. Das Eis schmeckt natürlich sehr gut. Aber gegen Langnese haben beide keine Chance. Ja. Das schmeckt schon so fast wie selbst gemacht. Boah, super lecker. So muss das, ja. Das schmeckt sehr gut aufgrund der Erdbeerstücke. Das schmeckt wie selbst gemacht. Das schmeckt wie selbst gemacht. Hm? Das Erdbeereis von Langnese kommt am besten an. Mit 2 Euro für 900 Milliliter liegt es preislich im Mittelfeld. Wie man ein möglichst günstiges Eis herstellt, zeigt uns Produktentwickler Sebastian Lege. Er kennt die billigen Tricks der Lebensmittelindustrie. Wir machen heute Speiseeis mit Erdbeergeschmack. Was wir dafür überhaupt nicht brauchen, sind natürlich Erdbeeren. Auch keine teure Sahne. Und keiner merkt, dass wir hier richtig billiges Speiseeis mit Erdbeergeschmack zaubern. Die Industrie setzt auf lange haltbare Zutaten und streckt so weit wie möglich. Günstiges Eis macht man nur mit viel, viel Wasser. Weil das kommt ja direkt aus der Leitung. Und ist super billig. Außerdem günstiges Magermilchpulver statt frischer Milch. Als Basis künstliches Vanillearoma. Wisst ihr, wie teuer echte Vanille ist? Wahnsinn. Ein Schuss Glycerin sorgt dafür, dass die Eiskristalle schön klein bleiben. Cremig wird das Ganze durch den Zusatzstoff Xanthan. Für den guten Schmelz Pflanzenfett. Das ist günstig und fühlt sich auf der Zunge wie Sahne an. Für die richtige Farbe sorgen keine Erdbeeren, sondern rote Beetepulver. Künstliches Aroma bringt den unverwechselbaren Erdbeergeschmack. 1, 2, 3, 4, 5 Tropfen reichen und zack! Schmeckt unser weißer Kleister mit rote Beetepulver nach Erdbeere. Aber mit so einem Vierteltopf werde ich nicht reich. Fehlt noch die billigste Zutat überhaupt. Pure Luft. Um ordentlich Volumen zu erzeugen, brauche ich richtig Umdrehung.
Und für ordentlich Luft habe ich hier einen kleinen Superpropeller. Sebastian kühlt von außen mit Trockeneis. Welcome to hell, my friends. Er will seine Eismasse so weit aufpusten wie nur möglich. Denn Speiseeis wird im Supermarkt in Litern verkauft, nicht in Kilogramm. Mehr Luft bedeutet mehr Gewinn. Es wird richtig gefährlich. Jetzt kommt flüssiger Stickstoff ins Spiel. Der ist minus 200 Grad kalt und sorgt im Eis für expressartige Kühlung. Sebastian schaltet den Propeller ein, damit ganz viel Luft in der gefrierenden Masse bleibt. Oh mein Gott! Die Industrie nutzt für den sogenannten Luftaufschlag andere Techniken. Das Ergebnis ist das gleiche. Ah, da ist es, das Volumen. Wir haben es geschafft. Der ganze Topf ist voll mit Eis. Super. Aus so wenig Eis habe ich so viel gemacht. Und hier ist mein Speiseeis mit Erdbeergeschmack, ein bisschen roter Beetefarbe und doppelt so viel Volumen. Beim Luftaufschlag gibt es für die Industrie übrigens kein gesetzliches Limit. Halb Luft, halb Eis. Und trotzdem darf es noch Speiseeis genannt werden. Es schmeckt nach Erdbeere. Es sieht quietschig rot aus wie Erdbeere. Das wird nie einer merken. Ein bisschen Luft braucht jedes Eis, damit es nicht zu hart wird. Aber wie weit geht die Industrie? Nelsons Gäste schauen sich Speiseeis aus Supermarkt und Discounter genauer an. Zweimal Walnuss im Vergleich. Das Markenprodukt von Häagen-Dazs und das doppelt so große No-Name-Eis von Gut und Günstig. Wie viel ist denn da drin überhaupt? Da drin sind jetzt 500 Milliliter. 500 Milliliter? 430 Gramm. 500 Milliliter sind 430 Gramm. Was haben wir hier? Ein Liter. Und ich schaue gerade, da suche, wie viel Gramm. Aber ich kann nirgendwo lesen, wie viel Gramm wir hier haben. Ich habe ein Liter überall. Willst du es mal wiegen? Nur so lässt sich feststellen, wie viel Masse wirklich in der Packung ist. Wie schwer ist der Liter Eis von Gut und Günstig? Okay, was sagt ihr? Ich sag 950. 750. Ich sag 734,5. Oh. Okay, damit bist du am nächsten dran, weil das sind wirklich 569 Gramm. Nee. Oh. Das ist eine Verarschung. Das ist absolute Verarschung, Leute. Tatsächlich, das teure Häagen-Dazs wiegt ohne Verpackung 418 Gramm. Gut und Günstig ist kaum schwerer. Dabei ist die Packung doppelt so groß. Ein Einzelfall. Wir wiegen nach und lassen die Luft ab. Das Eis von Rewe schrumpft um 25%. 44% Luft steckt in Gut und Günstig. Aldis Vanilleeis wäre nur noch halb so groß. Am meisten kalte Luft verkauft Penny. 52% stecken in dieser Packung. Also das ist schon der Hammer. Mein Tipp an Sie, heben Sie ruhig die Verpackung mal hoch im Vergleich. Oft hat man nämlich in der halb so großen Verpackung dasselbe an Gewicht. Gutes Eis hat seinen Preis. Leider wird zu oft mit zusätzlicher Luft und günstigen Zutaten getrickst. Da bleiben nur 2 Sterne. Als nächstes wollen wir wissen, woran man Qualität beim Eis erkennt. Der Werderer Markt in Essen ist ein beliebter Treffpunkt für Eisliebhaber. Denn hier steht Kikas Eiscafé. Was macht eigentlich so ein richtig gutes Eis aus? Von einer der besten Eismacherinnen des Landes werde ich gleich in die Geheimnisse des Schokoladeneismachens eingeführt. Monika Reinhardt ist traditionelle Eishandwerkerin. Sie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 24 Sorten stellt sie her. So, moin, hallo. Ah, hi, Nelson. Na? Hi, wie geht's? Ja, am liebsten gut. Vor allem, wenn ich die Eispracht sehe, ja, sieht super. Ja toll aus. Ja, magst was probieren? Da sage ich nicht nein, ne? Ja. Ich bin ja sehr Schokoeis fokussiert. Schokoeis, da haben wir 3 Varianten. Du könntest die erste schon mal probieren. Das wäre das normale Schokoeis. Ah, okay. Monikas Eis schmeckt etwas anders und hebt sich von den vielen Eisdielen ab, die mit Fertigzutaten arbeiten.
Gefällt das dem Sternekoch? Noch mehr. Oh, lecker. Wie macht man denn so ein leckeres Eis? Ja, dann müsstest du einmal mit nach hinten kommen, dann könnte ich dir vielleicht mal mein Geheimnis zeigen, wie das geht. Da sage ich doch nicht nein. Ja. Sehr gerne. Dann komm, let's go. Mal mit. Mhm. Let's go. In Monikas Schokoeis kommen Zucker, Kakaopulver, Schokoraspeln und 3,5-prozentige Milch. Für die richtige Bindung sorgt ein natürlicher Emulgator. Sieht aus wie Vaseline, ehrlich gesagt. So ähnlich. Das brauchen wir, damit das Eis überhaupt eine richtige Konsistenz hat. Der Emulgator besteht aus natürlichen Algenextrakten. Etwas Wasser, um die Masse anzurühren. Super. Dann alles mit der Milch vermengen und ab in die Eismaschine. Richtig, perfekt. Schokoraspeln sorgen für den Wow-Effekt. Das war's. Das war's. Und jetzt warten wir. 7 Minuten braucht ein gutes Eis. Danach muss es schnell herausgespachtelt werden, bevor es zu hart wird. Ja, gegenhalten. Genau, richtig. Ja, puh. Musst du mal hochhalten, ne? Sonst bleibt ja die Hälfte kleben. Ja, super, ja. Richtig. Perfekt. Jetzt muss das ganz schnell in Froster, ne? Und zwar für 2 Stunden bei minus 16 Grad. Das habe ich gesehen. Hör mal. Endlich darf probiert werden. Und wie schmeckt das traditionell hergestellte Schokoladeneis? Wow, das Schokoladige und das Schmelzige, ja, ne, daran. Aber sehr lecker, wirklich. Ich finde auch, das ist ausgewogen, ja. Also süße, ne? Schokoladeneis darf nie zu süß sein. Und ich finde, hast du gut hingekriegt. Heutzutage ein seltener Genuss, denn wirklich hausgemachtes Eis muss täglich frisch zubereitet werden. Und das drückt den Gewinn. Wie sehr sich traditionell hergestelltes Eis von industriellem unterscheidet, das will Nelson seinen Gästen mit einem kleinen Schmelzexperiment demonstrieren. Dafür tritt selbstgemachtes gegen das Bourbon-Vanille-Eis von Mövenpick an. Wir werden ein kleines Eis-Battle machen. Ihr werdet das selbst hergestellte Eis verwenden, ihr das Mövenpick-Eis. Ihr werdet jeweils eine Kugel auf eure Pfanne geben. Frage an beide Teams. Team selbstgemacht, welches Eis wird schneller schmelzen? Dein selbstgemachtes. Weil wir glauben ganz einfach, dass die Industrieprodukte extra Substanzen einbauen, damit es eben nicht schnell schmilzt. Okay, Jordi ist anderer Meinung. Du sagtest ja, dass es schneller schmilzt. Ne? Ja, hab ich irgendwie gedacht, weil ich dachte, das ist eine höhere Qualität. Das hält also irgendwie länger. An die Stoppuhren, fertig, Feuer! Beide Teams stellen ihre Bunsenbrenner auf die gleiche Stärke ein. Welches Eis schmilzt schneller? Also wir bezeichnen das als geschmolzen, also Stopp! Nach 7 Minuten ist Nelsons selbstgemachtes Eis geschmolzen, während bei dem von Mövenpick noch immer ein Rest Kugel zu erkennen ist. Knapp 2 Minuten später ist auch das Industrieeis vollständig geschmolzen. 8 Minuten 42, meine Güte. Worauf schließt ihr jetzt nach diesem Ergebnis? Ich finde, dass das geschmolzene, selbstgemachte Eis noch irgendwie genießbar aussieht. Während das geschmolzene Fabrikeis, das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr probieren. Ja. Bei dem gekauften Eis aus der Packung haben wir einen hutzeligen, kleinen Rest, undefinierbares Material. Ja. Was sehr unappetitlich aussieht. Ja, da fragt man sich halt, woher kommt das? Ne? 4 weitere Sorten aus dem Supermarkt und vom Discounter unterziehen wir dem Schmelztest. Es zeigt sich, das Industrieeis braucht durchweg länger, bis es schmilzt. Spitzenreiter mit 15 Minuten ist das Vanilleeis von Ja. Was mischt da die Industrie in unser Eis? Traditionell muss Eis lange gerührt werden, um stabil zu werden. In der Fabrik geht das mit Johannisbrotkernmehl. Statt auf echte Sahne setzt die Industrie meistens auf Pflanzenfett. Das ist deutlich günstiger. Mit Emulgatoren sorgt die Industrie dafür, dass sich die Masse gut verbindet. So wird teures und leicht verderbliches Eigelb ersetzt.
Und der Farbstoff Carotin muss rein, weil Eis ohne Ei und Sahne nun mal blass aussieht. Bei der Suche nach guter Qualität kann also schon ein Blick auf die Verpackung helfen. Je kürzer die Zutatenliste, umso hochwertiger das Eis. Und noch ein Tipp. Bestimmte Bezeichnungen sind durch strenge Vorschriften geregelt. Was sich Milcheis nennt, muss mindestens 70% Milch enthalten. Bei Eiscreme ist deutlich weniger Milch vorgeschrieben. Und Vorsicht, wenn etwas nur als Eis verkauft wird. Darin stecken meist Pflanzenfett und günstige Aromen. Langnese, Mövenpick und Co. Expertin Monika Reinhardt will zusammen mit Nelson Müller testen, wie gut das Eis der großen Hersteller ist. Marke oder No-Name, welches Supermarkteis kann überzeugen? Nelson startet die Blindverkostung mit Langnese Cremissimo für 3,29 Euro. Wie schlägt sich das Markeneis? Schokoladeneis Nummer 1. Nummer 1, okay. Wo bekommt's? Kann der Marktführer die Expertin überzeugen? Etwas herber als meine Schokolade. Aber das ist sehr cremig. Da sind sehr viele Schokoladensplitter drin, aber gefällt mir. Ich find's lecker. Daumen hoch für das Langnese-Eis. Weiter geht's mit Nummer 2. Die Eigenmarke von Rewe für 1,99 Euro. Das schmeckt schokoladig, wesentlich herber als das erste. Qualitativ, was sagst du? Ist mir ein bisschen zu fluffig. Zu fluffig. Und der Nachgeschmack von dem reinen Schoko? Ein bisschen zu flach. Ja. Nicht schlecht, aber es ist Luft nach oben. Als nächstes Mövenpick für 3,79 Euro. Würde ich nicht aufessen. Nee, echt so schlimm. Auf der Zunge, wenn du einen Hauch nimmst, innerhalb von einer Sekunde löst es sich auf in Wasser. Hör mal, wie viel Schokoladeneis hast du denn eigentlich schon gegessen in deinem Leben? Ich habe früher jeden Tag Schokoladeneis gegessen. Deshalb hast du so eine Schokoladenseite. Mövenpick fällt durch. Schmeckt das Eis von Aldi Nord für 1,49 Euro vielleicht besser? Das ist mir zu wässrig. Ja? Ja. Also mir gefallen die Stücke da drin. Aber es ist mir zu wässrig. Die Basis ist mir zu wässrig. Auch das Eis von Aldi überzeugt die Fachfrau nicht. Das erste Eis, das du probiert hast und für mit am besten gefunden hast, war tatsächlich das von Langnese. Wow, okay. Was sagst du denn jetzt so als Eismacherin dazu? Also was ich finde, was man bei allen festgestellt hat, dass irgendwelche Zusätze drin sind, die so in meinem Eis gar nicht sind. Und dadurch, dass sie halt auch alle Konservierungsstoffe haben, die sind ja teilweise anderthalb, zwei Jahre haltbar, finde ich, schmeckt man das irgendwie raus. Klarer Sieger ist das Langnese-Eis. Seine cremige Konsistenz und die Schokoladensplitter haben überzeugt. Ähnlich hat die Stiftung Warentest bewertet. Besser als unser Testsieger schnitt nur Häagen-Dazs ab. Auf den letzten Plätzen landen die Discounter. Gutes Eis gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Qualität bei Eis heißt für mich eine reduzierte Zutatenliste. Auch ein Griff auf den Deckel kann ratsam sein. Hört man ein leises Knistern, haben sich bereits Eiskristalle gebildet und die Kühlkette wurde unterbrochen. Dann das Eis lieber in der Tiefkühltruhe lassen. Für zu viele Ersatzstoffe im Industrieeis ziehen wir 2 Sterne ab. Bleiben 3 Sterne für die Qualität. Und wie steht es bei Eisgenuss um unsere Gesundheit? Im Sommer besonders beliebt, Fruchteis. Nelson Müller bereitet das nächste Experiment vor. Es gibt eine Überraschung für seine Gäste. Was ich hier vorbereite, ist ein fruchtiger, leckerer Sommerdrink, aber aus geschmolzenem Fruchteis. Mal schauen, ob die mir auf die Schliche kommen. Nelson hat Capri von Langnese schmelzen lassen und in Gläser umgefüllt. Merken die Gäste die Mogelei?
Bei so einem schönen Wetter muss man sich auch ein bisschen abkühlen. Ja, gerne. Kommt doch mal, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Hübsch garniert, angeblich ein Drink vom Sternekoch. Wie schmeckt euch der Cocktail? Er schmeckt gut, er ist erfrischend. Ja. Er ist aber ein bisschen wie eine aufgelöste Brausetablette, so ein bisschen. Sehr, sehr süß, sehr, sehr glitschig irgendwie. Kein Wunder, Capri-Eis enthält viel Zucker. Sehr viel Zucker. Mehr als doppelt so viel wie die gleiche Menge Cola. Nee, es schmeckt chemisch. Es schmeckt wie geschmolzenes Fruchteis. Ja. Mhm. Split oder Capri? Komm, gib's zu. Dem muss ich leider zustimmen. Zum Vergleich probieren jetzt alle das gefrorene Capri-Eis. Bei dem Sirup hier habe ich gesagt, boah, das ist eklig süß. Bei dem Eis sage ich, hey, lecker. Ja? Die Kälte im Mund lähmt unsere Geschmacksnerven. Die Rezeptoren auf unserer Zunge nehmen den ganzen Zucker gar nicht wahr. So schmeckt das eigentlich viel zu süße Eis auf einmal gar nicht mehr so süß. Und wir essen mehr Zucker, als wir denken. In vielen Eissorten ist auch noch Fett enthalten. Zusammen mit Zucker ist das eine kühle Kalorienbombe. Doch es gibt Unterschiede. Frucht- oder Wassereis enthält viel Zucker und wenig Fett. Milch- oder Sahneeis enthält dagegen viel Fett und viel Zucker. In Sachen Kalorien ist Wassereis unschlagbar. Doch nicht nur die Kalorien sind beim Eis ein Gesundheitsthema. Softeis ist anfällig für Keime. Wir schicken Proben von Burger King, McDonald's und IKEA ins Labor. Außerdem lassen wir Kugeln aus 7 verschiedenen Eisdielen auf Keime untersuchen. Speiseeis ist ein optimaler Nährboden für Bakterien. Gerade wenn das Eis zu schmelzen beginnt, können sich die Erreger sprunghaft vermehren. Die Ergebnisse bei Burger King, IKEA und McDonald's sind durchweg sehr in Ordnung. Da gibt es keine Hygieneprobleme offenbar. Das Eis hat einwandfreie mikrobiologische Eigenschaften. Das Softeis aus den Fastfood-Ketten hat bestanden. Das Eis aus den Eisdielen schneidet nicht gut ab. Für die Eisdielen habe ich allerdings ein etwas besseres Ergebnis erwartet, das sage ich ehrlich. Es waren Eisdielen dabei, bei denen wir erhöhte Keimzahlen gefunden haben, insbesondere erhöhte Enterobakterienzahlen. 2 von 7 Eisdielenproben liegen über dem gesetzlich festgelegten Richtwert. 2 weitere überschreiten sogar den Warnwert. Auch bei Nachuntersuchungen fallen die beiden Eisdielen durch. Was ein Ausdruck dafür ist, dass es hygienisch nicht ganz einwandfrei zugegangen ist bei der Herstellung des Eises. Das bedeutet konkret, dass dieses Eis eigentlich so dort nicht verkauft werden dürfte. Enterobakterien können Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslösen. Wie kommen die in unser Eis? Tatsächlich sind es vermutlich Reinigungsprobleme. Das heißt, die Eismaschine nicht richtig gereinigt oder irgendwelche Gefäße nicht richtig gereinigt, Werkzeuge nicht richtig gereinigt. Das zuständige Ordnungsamt für Lebensmittelüberwachung haben wir über beide Fälle informiert. In Niedersachsen führten die Behörden kürzlich eine groß angelegte Untersuchung durch. Ergebnis? Fast jede 5. Eisprobe war mikrobiologisch auffällig. Offenbar haben viele Eisdielen ein Hygieneproblem. Ein Beispiel. Anstatt fließendem Wasser wird in diesem Laden ein Lappen für den Eisportionierer benutzt. Ein wunderbarer Nährboden für Keime. Lange Schlangen vor Eisdielen sind zwar nervig, bedeuten aber auch, dass Lebensmittel meist nicht lange herumstehen und gesundheitsschädliche Keime gar nicht erst entstehen können. In Sachen Hygiene punkten McDonald's, Burger King und Co. Weil kleine Eisdielen zu oft negativ auffallen, ziehen wir 2 Sterne ab. Bleiben 3. Weiter geht's mit dem Geschmack. In den Supermärkten lockt Eis am Stiel. Inzwischen gibt es viele der bekannten Originale auch in den Discountern.
unter anderem Namen, aber mit sehr ähnlichem Aussehen. Ob die Nachahmer mithalten können, will Nelson mit seinen Gästen herausfinden. Es treten an die Klassiker von Langnese oder Schöller gegen eine viel günstigere Kopie. Glaubt ihr, dass man den Unterschied schmecken wird zwischen den No-Name-Produkten der Marke? Ich glaube nicht, dass ich es merken würde. Ich glaube, mir kannst du beide in die Hand drücken und ich wüsste nicht, welches welches ist. Calippo, Nogga und Cornetto von Langnese. Außerdem Big Sandwich und Kaktus von Schöller. Unterscheiden sich Marke und No-Name rein äußerlich? Und wie schmecken beide im Vergleich? Das Original-Kaktuseis gegen den Nachahmer von Aldi. Alles komplett identisch. Hm. Gibt es Unterschiede zwischen Calippo Cola und Pianola vom Discounter Lidl? Gut. Geschmacklich? Hätte ich nicht gemerkt. Sandwich-Eis. Original oder Kopie? Schöller oder Aldi? Was überzeugt? Geschmacklich auch schwierig. Ich dachte zunächst auch dadurch, dass hier eben die Waffel auch dunkler ist, dass irgendwie mehr Röstaromen da sind oder es wirklich anders schmeckt. Aber mit geschlossenen Augen hätte man mich damit hinters Licht führen können. Ganz klares Bekenntnis eines Kochs. Besonders oft wird Magnum von Langnese kopiert. Praktisch jeder Discounter hat ein ähnliches Eis im Sortiment. Und doch ist Magnum nach wie vor das beliebteste Stieleis der Deutschen. Wie schafft Langnese das? Wir fahren zu Deutschlands größten Markeneishersteller, um dem Magnum-Geheimnis auf die Spur zu kommen. Pro Tag werden in dieser überdimensionalen Eisdiele 3 Millionen Stück Magnum vollautomatisch hergestellt. Im Minutentakt kommen hier in Heppenheim die Milchlaster an. Grundzutat für das Vanilleeis. Für den Geschmack wird gemahlene Vanille aus Madagaskar eingesetzt. Für die richtige Konsistenz sorgt Pflanzenfett. Wir benutzen nur Kokosfett. Das ist besonders gut für die Cremigkeit der Eiscreme und damit besonders gut für den Geschmack. Ordentlich vermischt wandern alle Zutaten in die riesige Eismaschine. Frisch bestielt werden die fast gefrorenen Eisrohlinge vollautomatisch in Stücke geschnitten. Dann geht es bei minus 40 Grad in den Kühltunnel. Erst eine halbe Stunde später ist der Stiel im Eis festgefroren. Fehlt noch die Schokolade. Die Schokolade, die wir verwenden, ist eine reine Milchschokolade, die von uns entwickelt wurde, zusammen mit dem Lieferanten. Also das heißt, man kann sie nicht sonst irgendwo kaufen, sondern die gibt es nur bei uns auf dem Markt. Über wird das Eis in ein Schokoladenbad getaucht und mit kalter Luft gekühlt, damit die Hülle gleichmäßig festfriert. Ein Großteil der Schokolade stammt aus Belgien. Doch wie entsteht das Knacken? Ja, dieser Knackeffekt kommt daher, dass über die Zeit die Struktur der Kakaobutter beim Runterkühlen sich verändert. Wir können natürlich nicht genauer weiter erzählen, wie das dann im Detail funktioniert. Das Knackgeräusch ist Teil der Magnum-Werbestrategie. Dafür muss das Eis nochmal in den Kühlraum. 3 Tage, bis die Schokolade spröde ist. Den wohl schönsten Job in der Fabrik hat die Qualitätssicherung. Hier wird alles überprüft. Die Verpackung, die Größe und das Holzstäbchen. Aber am wichtigsten der Geschmack und die Konsistenz. Jeden Morgen beißen die Mitarbeiter in je 20 Magnum. Wenn etwas nicht stimmt, wird die Produktion gestoppt. Viel Aufwand, aber reicht das, um einzigartig zu sein? Zum Duell mit dem Marktführer treten Milka und die Nachahmer von Penny und Lidl an. Wer kann Magnum schlagen? Wir testen am Timmendorfer Strand an der Ostsee. Und laden ein zum gratis Mini-Eis am Stiel. Habt ihr Lust, ein bisschen Eis zu probieren? Ja, gerne. Damit nur der Geschmack zählt, dürfen unsere Tester nicht sehen, was sie da probieren. Los geht's mit dem teuersten Eis im Test. Milka für 87 Cent. Also nee, das ist gar nichts. Das schmeckt irgendwie nach nichts. Sehr, sehr lecker. Das Eis ist ein bisschen flach. Hätte ich auch gesagt.
Das kommt nicht oft vor. Unentschieden. Wie schneidet das Eis von Penny ab? Mit 14 Cent das Billigste im Test. Das schmeckt irgendwie nicht so lecker. Nee, das ist nicht so lecker. Ich finde die Schokolade nicht so lecker. Also sehr matschig. Also kein Biss irgendwie im Eis. Die Schokolade ist nicht ganz so herb, finde ich. Nee, die ist nicht ganz so süß. Nee. Also. Penny kann nicht überzeugen. Und Lidl, 29 Cent kostet ein Eis. Ja, also das ist schon besser, schmeckt cremiger. Schmeckt man auch richtig raus, dass das Vanille ist. Konsistenz ist gut und der Geschmack von dem Eis ist sehr gut. Und das würde ich auch aufessen. Das Eis ist lecker, aber die anderen fand ich besser. Das ist Magnum. Mhm. Ja, die Schokolade, ne? Ja. Lidl kommt gut an. Und jetzt, wie schmeckt das teurere Original von Magnum? Danke. Der Nachfrage schmeckt auch gut. Das ist Bonbon-Vanille. Schmeckt mir am besten. Ich finde, da schmeckt man am meisten die Schokolade. Das finde ich sehr lecker. Das ist das Magnum. 100%. Wir haben ja alle Gott sei Dank verschiedene Geschmäcker, ne? Sonst würden wir alle der gleichen Frau hinterherlaufen. Welches Eis hat am besten abgeschnitten? Das Original? Oder konnte einer der Nachahmer mehr überzeugen? Mein Lieblingseis war die Nummer 4. Die Nummer 1. Nummer 3. Ja, die Nummer 4. Die Nummer 1. Das dritte hat mir trotz allem am besten geschmeckt. Auch Nummer 3. Definitiv die 4. Auch die Nummer 4. Meins war Nummer 1. Nummer 1. Nummer 4. Unser Favorit war die Nummer 4. Genau so ist das, ja. Auf dem ersten Platz landet tatsächlich das Original von Magnum. Milka und Lidl können gut mithalten. Nur Penny ist bei allen Testern durchgefallen. Beim Eisgenuss mögen es die Deutschen bequem. Selber machen? Fehlanzeige. Macht ihr ab und zu mal Eis selber? Oder? Nein. Noch nie. Woran liegt es? Warum nicht? Hat man irgendwie keinen Zugang zu. Man weiß nicht, wie es geht. Ja. Nicht auf die Gedanken, nicht auf die Idee gekommen. Zu kompliziert, zu viel Aufwand. Ja, dann würde ich mir lieber eher eins kaufen. Ich möchte euch ganz gern die Angst vom Eis machen nehmen. Und ich behaupte, ich bin heute in der Lage, sogar aus einer einzigen Zutat ein Eis zu machen. Wahnsinn. Ja, also wirklich eine Zutat. Sternekoch Nelson Müller hat am Vortag Bananen in kleine Scheiben geschnitten und über Nacht in den Gefrierschrank gegeben. Wichtig ist einfach bei den Bananen, dass sie wirklich voll reif sind, also mehr als reif, weil dann einfach sich der Zucker am meisten ausgebildet hat. Und das werdet ihr gleich sehen. Ab damit in den Mixer. Nach kurzer Zeit verwandeln sich die gefrorenen Bananen in cremiges Eis. Ohne jede weitere Zutat. Ja und? Ist doch gar nicht so schwer, oder? Ja. Gar nicht schwer, das ist total einfach. Wenn du gesagt hättest, ich habe ein bisschen Sahne oder Milch oder was dazu gemacht, dann hätte ich das geglaubt, weil es so schön cremig ist. Das ist Wahnsinn, unglaublich. Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine braune Banane weggeworfen, weil sie so unappetitlich aussah. Hätten wir das gewusst, was man daraus jetzt machen kann? Mehr. Ab jetzt nicht mehr. Ab in den Gefrierer. Hammer. Leckeres Eis aus genau einer Zutat. Einfacher geht es nicht. Warum nicht Eis auch mal selber machen? Dann wissen wir, was drin ist und oftmals schmeckt es viel besser. Ob Kopie oder Original, der Geschmack hat überzeugt. Und selbstgemacht schmeckt einfach super. 5 Sterne, da schmeckt der Sommer gleich noch besser. Das ist richtig, richtig lecker. Ja.